In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du dich strategisch richtig gut auf das Mathematikabitur vorbereiten kannst. Jeder Mensch ist natürlich anders und sowas wie die perfekte Strategie gibt es natürlich nicht. Trotzdem wirst du sicherlich den einen oder anderen sinnvollen Tipp hier in diesem Video finden und kannst dementsprechend dann deine Strategie anpassen. Jeder Schüler hat natürlich auch eine andere Ausgangslage, deswegen muss die Strategie für einen leistungsschwächeren Schüler natürlich auch ganz anders sein als die von einem sehr guten oder guten Schüler. Auch darauf bin ich in diesem Video eingegangen. Das sieht ihr zum Beispiel auch daran, dass ich hier immer die Noten noch mit reingeschrieben habe. Und das erste, woran leistungsschwächere Schüler arbeiten sollten, ist das Mindset. Mathematik ist meistens so aufgebaut, dass du zur Erreichung des Zieles verschiedene Schritte gehen musst, die meistens dann auch auf Vorwissen basieren. In dieser Metapher hier ist das Vorwissen quasi die Anzahl der Stufen, die du bereits gegangen bist, und der nächste Schritt ist quasi die nächste Stufe. Bei leistungsschwächeren Schülern ist es nun meistens so, dass sie diese letzte Stufe oder auch mehrere Stufen in der Vergangenheit nicht gegangen sind und deswegen wirken diese Hindernisse deutlich größer, als es zum Beispiel bei leistungsstärkeren Schülern der Fall ist. In Wirklichkeit sieht die Sache also so aus und dadurch wirkt das viel schwieriger und du hast dann das Gefühl, dass du Mathe einfach nicht kannst. In den meisten Fällen ist das aber überhaupt nicht so und liegt wirklich nur daran, dass du in der Vergangenheit bestimmte Schritte nicht gegangen bist. Und diese musst du einfach aufholen. Das ist natürlich anstrengend, aber auch das kann man schaffen. Und dafür ist es häufig hilfreich, dass du dir ein paar Fragen stellst. Statt zu sagen, dass du Mathe nicht kannst, solltest du dir überlegen, was genau du an Mathe nicht kannst. Was der nächste Schritt wäre, was du lernen und üben solltest und auch wer dir helfen kann. Hier solltest du auf gar keinen Fall zu stolz sein und dir keine Hilfe holen. Vor allem, wenn du es dir leisten kannst, such dir auch einen Nachhilfelehrer. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du deine Einstellung zur Mathematik änderst. Du kannst Mathe lernen, das kann wirklich jeder Mensch lernen. Die Mängel kommen meistens einfach nur aus der Vergangenheit, die du jetzt entsprechend aufholen musst. Das ist natürlich anstrengend und das ist natürlich auch kein einfacher Weg. Aber jeder kann das schaffen und auch du kannst das aufholen. Und damit kommen wir schon zum zweiten Problem, was auch teilweise gute oder durchschnittliche Schüler betrifft. Und der Punkt ist das rechtzeitige Anfangen. Was ihr hier in dieser Grafik seht, sind die Views, die ich im Jahr 2018 bekommen habe. Zu der Zeit hatte ich hier auf diesem Kanal nur Mathe-Abitur-Videos drauf. Und ihr seht, dass es hier einen Peak gab, und zwar genau einen Tag vor der Abiturprüfung. Das ist auch ein Fehler, den viele Studenten noch machen, dass sie erst ein paar Tage vor der Prüfung anfangen zu lernen und nicht die ganze Zeit durchgängig lernen während des Semesters. Also hier schon relativ zeitig anfangen, wenn du dieses Video jetzt einen Tag vor dem Abitur siehst, geh lieber schlafen. Es bringt meistens mehr. Die einzigen, denen das wirklich noch was bringt, sind so Einzelkandidaten, die dann sich vielleicht nochmal die letzten Tipps abholen wollen. Wissenslücken, die du über lange Zeit aufgebaut hast, wirst du an einem Tag auf gar keinen Fall aufholen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar zur Erschaffung einer Prüfungssituation. Dafür solltest du bestimmte Dinge beachten. Du solltest grundsätzlich eine Umgebung so wie in der Prüfung schaffen. Das heißt, du hast kein Internet, du hast kein Handy, du hörst keine Musik, du machst das möglichst genau so, wie es dann auch in der Prüfung stattfindet. Das ist deswegen ganz besonders wichtig, weil du sonst den Eindruck bekommst, dass die Prüfungen viel leichter sind. Denn mit Hilfsmitteln ist es offensichtlich leichter und man hört ganz oft nach dem Abitur, dass das ja viel schwieriger war als die Prüfung davor. Das ist auch nicht nur beim Mathe-Abitur so, das ist auch später im Studium so, dass die alten Prüfungen wohl viel besser wären als die neuen. Wenn man das aber versucht, objektiv zu betrachten, kann man ziemlich klar erkennen, dass das überhaupt nicht so ist. Ansonsten würde ich dir hier auch raten, über eine lange Uhrzeit das zu machen. Schau also genau nach, wie lange deine Abiturprüfung geht und versuch genau dieselbe Zeit, diese Prüfung zu simulieren. Benutz auch den gleichen Taschenrechner, wie du in der Prüfung benutzt und natürlich auch die gleiche Formelsammlung. Du solltest dir auf gar keinen Fall einen neuen Taschenrechner direkt vor der Prüfung holen und dann nicht wissen, wo man Pi findet oder wo man die Zahl E findet. Du solltest dich damit auf jeden Fall auskennen, das ist genauso wie beim Joggen. Du solltest beim Marathon immer die Joggingschuhe tragen, die du auch die letzten Monate getragen hast, also die schon eingelaufen sind. Ansonsten WLAN natürlich ausmachen, Flugzeugmodus anmachen, damit dich auch keiner anruft. Und auch auf sowas wie Musik solltest du vielleicht verzichten, weil du das in der Abiturprüfung vermutlich auch nicht machst. Ansonsten gibt es noch so individuelle Größen wie Schreibtisch aufräumen, meistens kann man dann besser lernen, Essen und Trinken vorher bereitstellen und nicht während der Prüfung sich irgendwas aus der Küche holen. Für die leistungsschwächeren Schüler muss man diesen Schritt so ein bisschen anpassen. Du kannst hier durchaus auch Internet, Computer, Mathebuch und Hefter mitbenutzen. Du solltest dir aber auf jeden Fall aufschreiben, wo du nicht mehr weitergekommen bist. Das Ziel ist es, bei so einer Prüfung immer rauszufinden, was du eigentlich nicht kannst. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Das heißt, dein Ziel ist es, eine Liste von Lernthemen zu erstellen, die du dann anschließend nach dieser Simulation der Prüfung lernst. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der Auswertung deiner Prüfung. Das brauchst du als leistungsschwacher Schüler vermutlich nicht machen, weil du eben diese Lernliste hast. Aber die leistungsstärkeren Schüler, die sollten die Prüfung natürlich auch nochmal nachrechnen und gucken, welche Fehler sie gemacht haben. Dafür gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel GeoGebra, da kann man die Nullstellen auch direkt ausrechnen lassen, oder Wolfram Alpha. Oder du findest vielleicht auch die Lösung hier im Internet, zum Beispiel hier auf diesem Kanal. Wichtig ist, dass diejenigen, die schon ein bisschen besser sind, rausfinden müssen, was sie nicht konnten. Also wo kommst du genau nicht weiter?
wusstest du den Ansatz nicht, konntest du eine Gleichung nicht umstellen, was es auch immer ist, schreib dir das auf einer Liste auf und nimm das dann später für die Lernsituation nochmal. Für diejenigen, die jetzt keine direkten Fehler gefunden haben, für die ist es wichtig, dass du dir vielleicht auch leichtere oder alternative Lösungen raussuchst. Denn oft gibt es Dinge, die man zum Beispiel sehr gut rechnen kann, wo es aber deutlich schnellere Lösungen gibt. Ich habe zum Beispiel hier ein Video gemacht zur Aufgabe 1.1e aus dem Mathe-Abitur 2011. Da gibt es einen Trick, wie du die Hälfte der Zeit bei dieser Aufgabe sparen kannst. Außerdem machen viele sehr gute oder auch gute Schüler formale Fehler. Dafür wäre es sinnvoll, dass du einen Lehrer fragst, ob der das vielleicht korrigieren könnte, für den Fall, dass du eine Abiturprüfung durchgerechnet hast. Und außerdem kannst du auch noch mit anderen Mitschülern vielleicht vergleichen, die vielleicht noch andere Abkürzungen oder andere Tricks kennen. Damit kommen wir zum dritten Abschnitt der Abiturvorbereitung, nämlich diese Lernliste abarbeiten und Lernumgebung schaffen. Hierzu machst du es einfach so, wie du dich wohlfühlst. Diese Situation ist jetzt losgelöst von der Prüfungssituation, die du im Vorfeld simuliert hast. Das heißt, das ist etwas, wo du jetzt einfach was Neues lernst und wo du auch weißt, was du lernen möchtest. Hier kannst du Musik hören, du kannst das zusammen mit Freunden oder Mitschülern machen. Ich würde dir aber trotzdem raten, kein Handy zu benutzen, es sei denn, du brauchst es zu Recherchezwecken. Der einfache Grund ist, dass solche Dinge dich sehr oft ablenken. Du solltest dir allgemein überlegen, welche Dinge lenken mich ab und diese solltest du natürlich vermeiden. Hier musst du auch gar nicht unbedingt eine Zeit anhalten, du kannst es einfach immer machen, wenn du fit bist und wann auch immer du Zeit hast. Trotzdem solltest du hier den gleichen Taschenrechner und auch die gleiche Formelsammlung benutzen, also einige Dinge solltest du auch gleich machen wie in der Prüfung. Natürlich solltest du für Recherchezwecke auch Computer und Internet benutzen. Hier solltest du natürlich auch gute Quellen suchen. Du solltest auch mit deinem Mathebuch bzw. mit deinem Hefter arbeiten. Und ganz wichtig, ausreichend Sport treiben, denn du musst ein gewisses Gleichgewicht zwischen mentaler und physischer Arbeit finden. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass das deutlich hilft. Wann auch immer du jetzt was Neues gelernt hast, solltest du dir Lernkarten erstellen. Vor allem diejenigen, die eher ein bisschen schlechter sind, sollten das machen. Denn ihr werdet sehen, dass ihr sehr viel Neues lernt. Und nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, mal vorausgesetzt, ihr habt eine längere Zeit euch schon vorbereitet, werdet ihr sehen, dass es schon eine ganz große Menge an Lernkarten gibt. Ich habe hier mal so ein Beispiel genommen. Du machst auf der einen Seite die Frage, auf der anderen Seite die Lösung. Zum Beispiel Ansatz für 0 stellen, f von x gleich 0 setzen. Und immer wenn du schon viel gerechnet hast an einem Tag, kannst du einfach nochmal diese Lernkarten durchgehen und dir nochmal ältere Lektionen in die Erinnerung rufen. Oft ist es nämlich so, dass man solche Schritte geht und sie aber auch durchaus mal wieder vergisst. Und wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, du brauchst manchmal Vorwissen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und deswegen ist es auch sinnvoll, ältere Sachen nochmal zu wiederholen. Die beiden wichtigsten Stufen bei dieser Metapher wären aus meiner Sicht für leistungsschwächere Schüler Gleichung umstellen und Bruchrechnung. Das sind zwei Dinge, die ganz viele Schüler, die eher leistungsschwach sind, nicht können. Und wenn sie das lernen würden, würden sie einfach deutlich besser sein. Meistens machen diese beiden Punkte schon locker eine Note aus. Das nächste, was ich nochmal loswerden möchte, ist aus meiner Sicht ein völliges Fehlverständnis, was Mathe eigentlich ausmacht. Die meisten denken, dass Mathe eigentlich nur Verstehen ist und dass man eigentlich gar nicht so viel lernen muss. Das ist aber ein absoluter Irrglaube. Verstehen ist eigentlich immer nur der erste Schritt. Danach musst du es auch nochmal einüben, damit du das auch wirklich im Langzeitgedächtnis gespeichert hast. Und dann musst du es auch ganz oft trainieren, damit du auch ein bisschen schneller wirst. Du wirst wahrscheinlich denken, ja, die ganzen Einzelkandidaten bei mir in der Klasse, die brauchen eigentlich gar nicht üben oder trainieren, die müssen es nur verstehen. Das liegt aber einfach daran, dass sie viel Vorwissen haben und dadurch einfach schneller in diesem Stoff sind und das auch einfach schneller lernen können. Und dann trainieren sie das automatisch im Unterricht mehr als genug, weil sie auch mit einer ganz anderen Motivation daran gehen. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den Lernkreislauf. Egal wie gut du bist in Mathe, im Prinzip ist dieser Lernkreislauf immer der gleiche. Du simulierst eine Prüfung, du wertest sie aus, du weißt, was du jetzt Neues dazulernen musst und dann simulierst du die Prüfung wieder erneut. Und zwar so lange, bis diese Prüfung wirklich für dich ein Klack sind. Trotzdem gibt es noch kleine Unterschiede. Wir fangen mal an mit den Leistungsschwächeren. Du wirst deinen Zeitaufwand hauptsächlich hier in diesem Punkt haben, also hauptsächlich im Punkt Neues Lernen. Du wirst zwar ab und zu auch mal eine Prüfung simulieren, das habe ich ja am Anfang des Videos schon mal erklärt, dass du auch hier Prüfungssituationen einfach mal machen solltest, um zu sehen, wo du eigentlich stockst. Aber für den Fall, dass du weißt, was du Neues lernen kannst, solltest du hier vor allem die alten Schritte, die du in der Vergangenheit nicht gegangen bist, die solltest du gehen und du solltest hier vor allem sehr viel Wert auf diese Lernkarten setzen, denn du wirst eine sehr große Menge davon erstellen können. Wenn du eine Prüfung simulierst, nimm immer die gleiche Prüfung, denn auch wenn du es jetzt schon einmal gelernt hast und auch wenn du schon einmal durchgegangen bist und die Lösung gesehen hast, dann wirst du erkennen, dass das Verstehen an sich noch lange nicht reicht. Du musst das Ganze auch noch einüben und trainieren. Außerdem siehst du hier nochmal einen Fortschritt. Du siehst, was du Neues gelernt hast, kannst es nochmal anwenden und du siehst, wie viel du besser wirst. Und das ist dann auch insgesamt ein bisschen motivierender. Außerdem hast du nur endlich viele Prüfungen im Internet, die du finden kannst. Deswegen solltest du hier nicht gleich alle mit einem Mal verpulvern
und dir auch ein paar für den Zeitpunkt aufheben, wo du schon ein bisschen besser geworden bist. Für die leistungsstärkeren Schüler ist dieser Lernkreislauf ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Dein Zeitaufwand wird hauptsächlich hier oben stattfinden. Das neue Lernen wird für dich relativ kurz ausfallen, weil du einfach schon sehr viel weißt und darauf wieder sehr gut aufbauen kannst. Du musst beim Auswerten der Prüfung vor allem auf typische Fehler achten, die du immer wieder machst, dass du die auch vernünftig trainierst. Bei dem Lernen von neuen Inhalten würde ich dir auf jeden Fall raten, nach Abkürzungen und Tricks zu suchen. Lernkarten würde ich an deiner Stelle gar nicht mehr machen. Das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie viele da am Ende rauskommen. Wenn du willst, kannst du es mal probieren. Aber ich denke, das lohnt sich nicht wirklich, weil das insgesamt einfach zu wenig sind. Wenn du die Prüfung simulierst, versuch auch auf jeden Fall auf Zeit zu rechnen. Du solltest hier auf jeden Fall darauf achten. Ich habe es schon oft erlebt, dass es Einzel- oder Zweierkandidaten gab, die dann in der Prüfung gemerkt haben, oh, die Zeit ist doch ganz schön knapp. Das liegt vor allem daran, dass du dich mit anderen Schülern vergleichst, die vermutlich schlechter sind als du, und du deswegen den Eindruck hast, dass du viel besser bist. Das muss aber nicht unbedingt stimmen, denn bei der Abiturprüfung ist es ja so, dass die sich eher danach richten, wie es im ganzen Land aussieht und nicht in deiner Klasse. Und bei der Prüfung auswerten, da könnte es sein, dass du auf diese typischen Fehler gar nicht kommst oder gar keine Fehler findest. Deswegen würde ich dir hier raten, wenn du die Möglichkeit hast, such dir eine kompetente Korrektur. Also versuch einen Lehrer zu fragen, versuch einen Nachhilfelehrer zu fragen, ob der das vielleicht für dich korrigieren würde. Das kostet natürlich Geld, das musst du wissen, ob das dir das wert ist oder nicht. Und ansonsten suchst du nach Lösungen im Internet, die vielleicht nochmal eine andere Lösung gezeigt haben. Nur weil du es richtig gerechnet hast, heißt das nicht, dass es dann wirklich gut war. Also oft wirst du merken, dass du einige Fehler vielleicht gar nicht gesehen hast. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe ein Video gemacht, Mathe-Abitur, 5 häufige Fehler. Und hier siehst du eine Gleichung. Und hier sieht man zum Beispiel ganz oft auch von sehr guten Schülern, dass sie hier an der Stelle durch x teilen, ohne irgendwas dazu zu schreiben. Wenn du hier an der Stelle auch durch x teilen würdest, um rauszufinden, was die Lösungen von dieser Gleichung sind, dann ist dieses Video, ich verlinke es dir hier oben, vielleicht auf jeden Fall sehenswert für dich. Ansonsten war es mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, ein Like da lässt und das vielleicht deinen Freunden weiterempfiehlst, für den Fall, dass sie sich auch gerade aufs Abitur vorbereiten oder falls du jemanden kennst, der sich gerade auf das Abitur vorbereiten möchte. Dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.